Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich war schon einmal hier an diesem Lost Place und es hat sich einiges geändert, was man ja schon sehen kann. Ich habe damals schon vermutet, das war mal eine Baumschule oder irgend sowas. Und hier wird im Moment dermaßen abgeholzt. Ich vermute, dass das Gebäude wohl die nächste Zeit abgerissen wird. Und deswegen will ich mich jetzt hier noch einmal umschauen und ich wünsche euch bei diesem Video viel Spaß und gute Unterhaltung. Euer Sven. Ja, wie schon gesagt, es hat sich sehr verändert. Hier war mal irgendwie wie so ein Gewächshaus. Man kann das vielleicht in meinem alten Video auch noch mal anschauen. Ich gehe jetzt mal hier rum, wo der eigentliche Haupteingang war. Also man sieht, hier wurde ziemlich viel abgeholzt. Damals war hier noch sehr viel Botanik. Jetzt ist hier eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also was haben wir denn hier? Eine Einkaufstasche. Was sind da drin? Eine Flasche Wasser. Na gut, und noch eine Flasche Wasser. Ja, das war der Haupteingang. Und wie gesagt, alles abgeholzt hier. Das ist ja Wahnsinn. So, wir nehmen mal einen Blick hier in die Garage rein. Ja, da sieht es immer noch so aus wie damals. Hier das schöne alte Glasdach. Ich muss hier aufpassen, hier ist ja alles ziemlich verwahrlost. Aber interessant fand ich halt auch das Gebäude hier. Aber ich vermute, hier wird irgendwas Neues gebaut. Hier wurde abgeholzt und wahrscheinlich wird bald das Gebäude abgerissen. Ich gehe jetzt mal hier rein. Das war wahrscheinlich der Haupteingang. Mal gucken. Ja, hier drinnen sieht es eigentlich noch ziemlich gleich aus. Gehen wir erstmal hier in die schöne, in diese schöne Halle. Die fand ich ganz schön, weil sie sehr, sehr hoch ist. Weiß nicht, was das mal war. Weiß auch nicht, ob das damals auch schon war. Müsste ich mal das alte Video wieder anschauen. Aber hier sieht es natürlich auch ganz köstlich aus. Ja. Alte Deckenverkleidungen. Gipskartonplatten. Wir gehen mal weiter. Hier hinten war wohl der Wohnbereich. Ja, das hat man ja damals auch schon. Ein Bad, genau. Ja, wie sieht's aus? Wie bei Hempels unterm Sofa. Gutes Sofa haben wir eben schon gesehen, das war ja abgefackelt. Ja, hier sieht es aber auch wild aus. Ja, ja. Ganz wild. Ja, Dach ist hier nicht mehr viel. Also, ich vermute, das wird jetzt hier bald abgerissen werden. Hier tropft Wasser von der Decke. Ja, das sah damals anders aus noch. Gehen wir weiter. Hier hinten ist ja auch noch ein bisschen. Ja, daran kann ich mich erinnern, das stand damals auch noch. Oder beziehungsweise auch schon. Aber die Wand, glaube ich, die war jetzt nicht so offen. Aha. Ja, Peng. Das liest man ja auch überall. Was auch immer das für eine Bedeutung hat. Was ist das hier? Ja. Oje. Der Abgrund. Ja. Wohl eine Alarmanlage. Oder was auch immer, whatever. Funktioniert aber mit Sicherheit nicht mehr. Ja, das ist schon interessant hier. Ja, das hatten wir ja damals schon, dass hier Feuer gemacht wurde. Hat man oft in sogenannten Lost Places. Brandstiftungen, Graffiti sowieso, ganz klar. Vandalismus, alles. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was da damals war. Ich glaube, das war aber damals alles nicht so offen. Das ist alles arg verändert. Ah, genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Da war wohl eine Dusche und eine Badewanne. Beides in einem. Und das, glaube ich, war wohl mal, vermutlich von der Größe nach zu urteilen, ein Wohnzimmer. Ja, wie gesagt, das hat sich hier drastisch verändert.
Und es scheint hier auch was zu passieren, dass das Gebäude vermutlich abgerissen wird. Tja, also in diesem Sinne. Schade um das schöne Gebäude, was auch immer es mal für ein Gebäude war. Wer es weiß, schreibt es einfach mal in die Kommentare, aber bitte ohne Ortsangabe. Wobei, was will man hier eigentlich noch kaputt machen? Das ist ja schon alles hier Bruch und Dalles. Aber trotzdem, bitte keine Ortsangaben. Das finde ich echt, das war wohl mal ein Sofa. Aber ich meine, das stand damals auch schon. Ja, liebe Freunde, und aus diesen Trümmern hier aus dem Lost Place möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut. Ciao, euer Sven.